Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der nächste SCB-Verse Report steht an und ja, wir haben direkt was Neues zu erzählen. Es gab nämlich was Neues von CIG, was auch direkt unser Hot Topic werden soll. Ja, die Woche. Und ich finde, es hat es auch total verdient, denn endlich kommt mal die Community und die Fans kommen endlich mal zum Zuge und bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Es gibt nämlich eine neue Show, Citizen of the Stars. Die wird jetzt immer montags laufen. Die erste lief jetzt auch schon. Also wenn ihr Mittwoch, so Donnerstag, so in den Dreh mal reinschaut, wird das auch alles auf SCB für euch übersetzt da sein. Und wie gesagt, das Tolle ist es halt, Fanprojekte werden vorgestellt, die Community, also alles von Sachen, die uns auch interessieren, ja, was wir hier eigentlich tagtäglich machen. Ja, ist für euch, wird euch da zusammengefasst, ne? Also Jared Huckabee macht die Show ähnlich so ein bisschen wie Wonderful World of Star Citizen, aber mit ein bisschen mehr Inhalt diesmal, was ich sehr schön finde. Wir haben jetzt zum Beispiel nicht nur Projekte, die wirklich sehenswert sind, weil ganz tolle Leute Artworks machen zu Star Citizen. Es empfiehlt sich sehr, sich das mal anzugucken. Da geben sich Leute viel, viel Mühe, um das zu machen. Sondern wir haben hier auch eine kleine Q&A-Runde immer drin, mit immer einem anderen Developer, die sogenannte 2-Minuten-Fragerunde. Wir haben doch keine Zeit. Genau, so ist es ja. Ben Lesnick war diesmal erstes Opfer, das heißt, der kriegt jetzt 2 Minuten lang von Jared Huckabee Fragen an den Kopf geworfen und muss so schnell wie möglich antworten oder ähnlich wie in so einem Fragespiel sagen, pass, und dann geht er halt darüber hinaus. Jetzt frage ich dich mal, welche Schiffe werden demnächst kommen oder werden zurzeit überarbeitet? Sagen wir mal so. Ja, also wir haben in unseren Überarbeitungen ganz schon die Cutlass angekündigt, die wird als erstes da sein. Außerdem geht es um die Auroras, die wird nämlich auch gerade aktuell überarbeitet. So war dann auch die Antwort von Ben Lestig. Genau. Mhm. Eine weitere Frage war, okay, und welches Schiff schafft es demnächst reinzukommen? Da hat er ganz schnell gesagt, die Buccaneer ein Überraschungsschiffchen. Ja, er hat also gesagt, es hat es so noch andeutungsweise gehabt, you heard a lot about space bikes. So, natürlich, Dragonfly wäre jetzt keine große Überraschung mehr, aber wer hat gesagt, da kommt vielleicht noch was anderes und es wären auf jeden Fall mehrere Schiffe möglich, die als Spiel kommen. Ja, und dann hat er noch was zum nächsten Concept Sale gesagt und das war tatsächlich sehr amüsant. Da war nämlich die Frage, was ist denn der nächste Concept Sale? Ja, hat er gesagt, das kann ich soweit nicht sagen, aber ich hätte einen kleinen Tipp. Also es gibt ja eine Serie oder gab mal eine Serie, die DuckTales, und da gibt es einen bestimmten Song und da kommt ein Wort drin vor, Life is like a... Genau, Hurricane ist es. Im englischen Original, wir kennen ja die deutsche synchronisierte Fassung von dem Song. Im englischen Original heißt diese Textzeile, die er da zitiert, Life is like a Hurricane. Und wer sich jetzt ein bisschen auskennt, der kann daraus schon schließen, dass es hier um die Anvil Hurricane geht. Einen Jäger, so wie er ursprünglich designt war, der jetzt vermutlich der nächste Concept Sale wird. Ob das Schiff bei Anvil bleibt, ob es wirklich die Hurricane ist und so weiter und so fort, wissen wir natürlich noch nicht, aber wir haben zumindest schon mal einen Hinweis darauf bekommen, was das nächste sein kann. Ja, so viel also zum Hot Topic. Wie gesagt, bei SCB könnt ihr es im Laufe der Woche dann auch nochmal nachlesen und nochmal gucken, was da für ein neues Format gestartet wurde. Wir gehen in die Weekly Updates. Die Weekly Updates. Wir fangen an mit Around the Verse. Da ging es diesmal vor allem um künstliche Intelligenz. Mhm. Bevor wir dazu kommen, haben sie aber natürlich noch erwähnt, dass sie die ganze Zeit mit den Arbeiten beschäftigt sind, zu Fehlerbehebungen, Balance-Anpassungen. Dann arbeiten sie auch an der Miss Grazer. Mhm. Die ist nämlich gerade im Whitebox-Testing. Also das ist schon mal ganz gut auf dem Weg. Absolut. Und außerdem arbeiten sie an der Drake Caterpillar und an der Herald. Da geht es nochmal um die visuellen Effekte, die dann mit den nächsten Patches auch nochmal vollendet und verbessert werden sollen. Und außerdem geht es noch darum, dass sie inzwischen erzählt haben im Studio-Update, dass die Außenposten, die kleinen Container, die man auf den Planeten finden wird, dass die fertig sind, dass sie damit auch wirklich nur noch darauf warten, sie dann endlich auf die entsprechend richtigen Planeten an die richtige Stelle platzieren zu können. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Ja, und von da aus gehen wir zu einem großen Thema von ATV, nämlich der künstlichen Intelligenz. Es war ein ziemlich langer Bericht darüber, wo sie erzählt haben, wie weit sind sie, was machen sie. Und am Anfang, als Kickoff kann man schon mal sagen, die grundsätzliche Architektur ist schon mal fertig. Das haben sie schon mal abgeschlossen. Genau, also die Grundfunktionalitäten sollten soweit parat stehen. Jetzt kann es also in die Designphase gehen. Das ist natürlich super, also schon mal auf jeden Fall einen Schritt weiter. Ja. Dann haben sie auch betont, dass die Architektur so entwickelt wurde, dass sie leicht auszubauen ist und dass es nicht ewige Prozesse dann wieder benötigt, das Ganze umzubauen oder auszubauen. Was war noch? Ach genau,
Der erste Teil der Subsumption wird das Missionssystem werden. Ja, das bedeutet ein dynamisches Missionssystem. Das bedeutet, dass die Missionen nicht mehr ganz fest verortet sind, wie wir sie jetzt in der Alpha-Umgebung haben, sondern dass sich das Ganze entwickeln kann, dass da mal eine auftaucht, da mal eine verschwindet, dass sich Missionen fortsetzen können. All das soll auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon sein. Grundsätzlich Problem ist momentan gerade noch wirklich von Design-Aspekt jetzt, dass die Animationen noch nicht so richtig hinhauen. Das bedeutet gerade, ja, die Köpfe irgendwie werden falsch und schräg und komisch bewegt von der KI. Das heißt, man hat noch kein richtiges Interaktionsgefühl. Das müssen sie auf jeden Fall noch ausbessern, bevor es weitergeht. Nämlich weiter dann zur Alpha 3.0. Und da soll ein Hauptaugenmerk darauf liegen, dass sich die Landezonen, die wir dann haben, auch wirklich lebendig anfühlen. Ja, und zwar geht es da vor allem um die NPCs, dass die ausgestattet werden mit eigenem Interesse oder Interessenfeldern, die sie haben, mit eigenen Verhaltensweisen, wie sie dann auch reagieren auf uns zum Beispiel, auf die Spieler auch. Und ja, also in dem Punkt können wir eigentlich direkt weiter, ne? Das, wie ist das zum Beispiel, wenn ich halt ständig dem gleichen NPC begegne, wird er sich an mich erinnern oder nicht? Natürlich wird er sich an uns erinnern, wenn wir immer wieder auf ihn treffen. Aber wenn wir natürlich mal uns eine Weile nicht blicken lassen, kann es auch sein, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, und vor allem kann er uns auch Sachen wirklich übel nehmen oder er kann uns sehr wohlgesonnen sein. Wenn also benehmt euch. Genau, wenn wir uns entsprechend benehmen. Das heißt, die NPCs werden sich also merken, was sie, wie sie mit uns in Beziehung stehen. Gleichzeitig ist es auch so, dass ihr natürlich NPCs anheuern könnt, um auf eure Schiffe zu bemannen. Das wird für fast alle Multicrew-Schiffe auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sein, die Crew aufzubessern. Da müsst ihr euch dann wirklich auch gucken, was für Fähigkeiten haben die, wie teuer sind sie. Denn je nachdem, wie die Fähigkeiten belastet sind, ausgelastet sind bei einem NPC, sind die halt besser oder schlechter in bestimmten Dingen. Und sie haben grundsätzlich gesagt, keiner der NPC wird besser sein als ein wirklich guter Star Citizen-Spieler. Das wird kaum möglich sein, aber es wird NPCs geben, die in einem bestimmten Fachbereich vielleicht besser sind als ungeübte Spieler. Ja, also wenn man jetzt da nicht so dolle ist, kann es schon sein, dass der uns übertrumpft. Ja, so dann ist es. Dann haben sie auf jeden Fall auch noch erwähnt, um das ganze Spielerlebnis noch lebendiger zu gestalten, werden sie Tiere und Pflanzen implementieren. Mhm, das ist der nächste Schritt für die proceduralen Planeten, dass man wirklich Lebensformen darauf sehen kann und später dann sogar jagen können wird. Mal gucken, wie das dann aussieht, ob das dann Ark 2 wird, den wir Sandwurm. Werden sehen. Genau, ja, den Sandwurm insbesondere. Den ja, genau. Irgendjemand wird es geben, es wird eine Menge Leute geben, die sowas jagen wollen. Also von daher viel Spaß, mal gucken, was ihr da für Geschütze braucht. Wir gehen weiter von Around the Verse jetzt zum Happy Hour Livestream, das wöchentliche neue Streaming-Format, immer am Freitagabend, wo eben Tyler Wilkin mit Jared Huckabee, einem Community-Streamer, das war in dem Fall, glaube ich, wie heißt er, Bristol Boy, 88 und dann einem Developer dabei war. Und wer war das diesmal? Das war diesmal Josh Herman. Mhm. Der Gute ist zuständig für die Character Art Designs und dementsprechend ging es auch genau um dieses Thema. Also sie haben gesagt, sie konzentrieren sich auf die Frisuren, auf Gesichtsbehaarungen. Ungefähr 30 Frisuren wollen sie so an den Start bringen. Wie gesagt, schön. Ja, sehr schön. Mal sehen, ob ich mich da wiederfinde. Ja, ja, ich finde auch. Also ja, finde ich auch. Brauche ich alles hier. Also wenn mein Charakter mit allem Bart und überhaupt und so. Flechten. Genau. Brillen und Hüte wollen sie ja auch machen, wobei das noch eine Herausforderung ist, haben sie gesagt. Ja. Also das Ganze zu implementieren stellt sich doch ein bisschen schwieriger raus, als es ist. Und dann sind sie momentan auch noch damit beschäftigt, wie ist es, wenn ich ein T-Shirt anhabe und eine Jacke drüber ziehen will. Ja. Im Moment hakt es dann noch, weil im Moment ist dann das T-Shirt weg, aber die Jacke ist drüber. Ist doch auch schön. Ja, ist sexy bestimmt, aber muss man sagen, ob das die richtige Idee ist, wahrscheinlich nicht. Noch nur schöne Unterwäsche muss dann dazu so ist es entworfen stimmt. werden. Das ist für die Damen. So ist es, denke ich auch. Ja, und außerdem arbeiten sie am Rüstungsdesign, also da geht es wirklich nochmal in die Kategorisierung der einzelnen Rüstungen und sich auch zu überlegen, welche Rüstungsteile gelten jetzt als Mittel, welche als leicht, welche als schwer. All das ist jetzt momentan auch Teil der Character Art. Ganz spannend in solchen und wirklich ein Hintergrund Information, die sich großteilig auf Squadron 42 beziehen und dann irgendwann ins PU übernommen werden. Wir gehen weiter in das nächste Format. Ben's Day with Batgirl war auch wieder am Start. Also Nicole Batgirl D'Angelo spricht mit Ben Lesnick und da gab es auch wieder ein paar schöne Sachen, außer jede Menge Wing Commander Anekdoten, die ich euch jetzt ersparen möchte. Ja, wir gehen jetzt mal zu den wirklichen Star Citizen Themen und zwar die neuen Raumstationen. Start mit der Alpha 3.0. Und zwar haben sie gesagt, dass sie sich auf jeden Fall unterscheiden werden zu Port Olisar. Also nicht nur teilweise, sondern deutlich, haben sie betont. Ne? Also, und sie wollen halt davon Abstand nehmen, dass du an einem Ort alle Geschäfte hast. Ne? Also nicht eine Mall und wir gehen da mal durch und so. Nee. Also wenn ihr was braucht, dann oder wir, dann müssen wir halt auch mal woanders hinfliegen oder auf andere Stationen. Und
Finde ich gut, da du dich inzwischen in der Innenstadt von Düsseldorf, Dortmund und München auf gleichen Wegen verlaufen kannst, weil überall dieselben Geschäfte sind, finde ich es ganz cool, wenn wir bei Star Citizen es dann schaffen, wirklich mal woanders hin zu müssen, um dann dort einzukaufen. Also von daher, das ist natürlich der Plan und ich denke, die werden es ganz gut umsetzen. Schon der Unterschied zwischen Grimhex und Port Olisar ist ja sehr, sehr groß. Weiter geht's da mit einer Frage, die, glaube ich, tatsächlich bei vielen ein Aha-Erlebnis auslaufen wird. Bisher hatten sie sich dann nämlich nicht so konkret geäußert. Ben Lesnick sagt nun, Alien-Rassen zu spielen ist ein Ziel von Star Citizen und es wird im MMO irgendwann möglich sein. Zumindest zukünftig. Er wollte sich noch nicht so richtig äußern, wann, wie, wo und in welcher Form. Also, also wie man das Ganze dann freischalten kann oder nicht. Aber zumindest steht das Ganze auf dem Plan. Ja, und das ist doch schon mal was, auch wenn wir denken, dass das noch far off ist. Das wird wahrscheinlich irgendwann ein Zusatzcontent sein, der dann mal kommt. Aber was kein Zusatzcontent ist, sondern was direkt in der Ausentwicklung ist, da gehen wir nochmal zu den Schiffen. Da erzählte er nämlich die Anvil Carrack und die Banu Merchantman, an denen wird bereits fleißig gearbeitet. Es gibt noch keinen Zeitplan, also es gibt noch keinen Plan, wann jetzt wo welches Schiff genau kommt und wie es fertig wird. Die Caterpillar zum Beispiel ist ja jetzt auch in einen früheren Patch gerutscht als ursprünglich gedacht, aber sie sind auf jeden Fall dabei und wollen sie ausentwickeln. Er hat aber eine Sache sagen können, die sie bestätigt haben. Yeah, meine Dragonfly. Die liebe Gute wird dann mit 3.0 an den Start gehen und wurde demnach bestätigt. Und die werden wir auch dringend brauchen für diese Planeten. Finde ich nämlich super, dass das Teil dann kommt. Apropos Planeten und Systeme, kommen wir noch einmal zu einem Loremakers Guide, den wir wieder aufgenommen haben hier. Das ist das Helios-System, um es diesmal geht. Ja, und da hat sich die Archivarin, die Sherry, drum gekümmert und das Helios-System ist deshalb ganz spannend. Also der Zentralstern, der leuchtet blau-weiß in seinem Licht, hat 4 Planeten, dieses ganze System. Spannend ist, dass es dort, sagen wir mal, ungewöhnliche Solarwinde gibt, die lange andauern. Das kann ja positive Effekte haben oder auch negative, vor allem wenn du jetzt Bergbau machen willst oder gucken willst, wo sind Mineralien vorkommen. Das könnte gefährlich sein. Spannend ist es deshalb, ich gehe jetzt mal nur auf einen Planeten ein, zum Beispiel Helios 4 ist halt auch bekannt, weil dort eine UAE-Militärbasis angesiedelt wurde. Und vor allem ist es deshalb spannend, wenn halt ungewollte Kommunikation nicht so stattfinden soll, dann verdrückt man sich auf diesen Eisplaneten. Ja, denn dafür wird diese Basis großteilig genutzt. Außerdem kann man sagen, dass dieses System das erste ist oder das bisher einzige System, was offiziell von der Advocacy entdeckt wurde. Die war allerdings auf der Jagd nach einer Verbrecherbande, die inoffiziell dieses System schon vorher entdeckt hat und sich nämlich dort drin versteckt hat. Darauf sind die überhaupt erst dahin gekommen und dementsprechend ist es aber, der Gewinner schreibt die Geschichte, ne? Dementsprechend haben sie das jetzt offiziell entdeckt. Und es soll insbesondere für Miner sehr interessant sein, wie schon erwähnt. Diese Solarwinde haben nämlich wohl die Auswirkung im ganzen System über die Jahrtausende gehabt, Jahrmillionen vermutlich, dass sich viel Mineralien dort ansammeln und dass es für Miner eben gleichzeitig ein gefährliches, aber ein sehr lukratives Pflaster sein soll. Ihr könnt alles darüber nochmal nachlesen bei SCB, dort wurde das übersetzt. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, noch ein Voice-Over dazu zu machen. Zeigt sich so ein bisschen, was wir sonst noch für Formate so haben. Aber auf jeden Fall kriegt ihr die Infos da schon mal direkt präsentiert. Ja, und von da aus gehen wir dann zu unseren Videos auch. Ja, die Videos. Und was war letzte Woche los? Weezen und Sawyer haben für euch den Progress Report gemacht. Also alles zu Patch 2.6.1 und 2.6.2. Was wird auf uns zukommen? Was können wir erwarten? Wo hapert es noch ein bisschen? Habt ihr alles gecovert? Genau, wo steht Star Citizen aktuell? Dort reingucken und das könnt ihr natürlich auch gerne an Freunde weitergeben, um ihnen mal einen Überblick zu geben, was es überhaupt so gibt gerade. Dann haben wir noch ein zweites Video gemacht. Das war ein persönliches Anliegen von mir, weil ich hasse ungelöste Rätsel. Ja, dementsprechend musste ich da noch mal ran, nachdem wir da im ersten Let's Play mit Dozer und mir das Starfarer-Rätsel verunglückten Starfarer bei Yela nicht rausgekriegt haben, musste ich da noch mal ran und habe es geschafft. Und diesmal habe ich die Auflösung. Ha! Ha! Ja, also schaut rein. Ja, genau. Das Wrackrätsel ist endlich gelöst. Genau, das ist also der zweite Teil zu diesem schönen Let's Play. Schaut mal rein, ist eine sehr schöne Sache geworden. Ja, und dann möchten wir am Ende natürlich nochmal unsere neuen Patrons begrüßen. Das bedeutet, wir haben wieder neue Leute und Unterstützer dazu bekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und zwar geht es hier um Marc Langer, dann geht es um Martin Nizieller und Um Theorie. Ja,
Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dass ihr zu uns gestoßen seid, uns so unterstützt und herzlich willkommen. Aber hallo. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei seid und wir sind durch mit dem SCB Verse Report für diese Woche. Ich kann euch nur sagen, wir planen gerade noch ein schönes Let's Play, das Ende der Woche online kommen soll. Das ist ein sehr aufwendiges. Ich habe, glaube ich, 8 Kameraperspektiven zu verarbeiten. Ich sitze jetzt schon seit 3 Tagen im Schnitt. Freut euch drauf, denn wir versuchen, eine Caterpillar zu stürmen. Mitten im All ist eine coole Sache geworden. Ja, in dem Sinne, bleibt dran. Abonniert den Channel, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Liked oder disliked die Episode. Schreibt uns schöne Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr zum Kreis unserer Patreon-Supporter dazugehören wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Verabschieden sich Cecilia und Sawyer mit einem See you on the flight deck.